Ein herzliches LP euch allen. Heartbreaker PSP am Start mit Stronghold 2. So, wir sind hier immer noch an der alten Festung von Olaf Grimzahn, die wir natürlich im letzten Part eingenommen haben und hier, ja, verwalten. Und wir haben hier auch schon an sich eine sehr, sehr starke, ja, kann man das sagen, starke Festung aufgebaut. So stark ist jetzt auch wieder nicht, aber sie ist annehmbar. Also sie ist schon ziemlich gut gesichert, oder? Oder kann man hier noch durch? Weiß nicht. Keine Ahnung. Trotzdem am besten einfach sichern. Dann passt das schon. Hier hinten kann man nicht durch. Das sollte auch so bleiben. Wir machen trotzdem hier mal so einen Wall an der Brücke, damit hier niemand auf dumme Ideen kommt. So und so. Und man sieht, dass hier die Linie ist, die bis bla 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 hier führt. Ja, bis hier führt. Und warum ist der Bogenschütze hier? Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, mein Lord. Eigentlich kann ich hier so ein... Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Eigentlich kann man hier so einen Turm hinstellen, hier. Aber da das jetzt wahrscheinlich gerade nicht geht, werden wir wohl Truppen losschicken müssen. Welch eine Erniedrigung meiner Truppen. Gut, wir nehmen Bogenschütze. Euer Zeichen, Sire. Bogenschützen meine ich natürlich. Wir nehmen Bogenschütze, Bogenschützen. Oder wir platzieren sie einfach hier auf dem Wall. Dann knallen sie den schon von alleine ab eigentlich. Müssen sie, also die Distanz ist ja nicht gerade sehr weit voneinander entfernt. Sollte eigentlich machbar sein, also... Ja, einfach mal versuchen, ne? Kommt schon, den kriegt er, oder? Vom Turm vielleicht? Wir bewegen uns. Vielleicht haben da eine bessere Distanz oder sowas? Oder können einfach auch besser zielen? Nein, sie können es nicht. Also müssen wir sie doch nach draußen schicken und auf den hier losgehen lassen. Die schlauste Methode, dieser kleinen Opfer hier loszuwerden, ja, ohne dabei irgendwie unnötig Truppen zu verschwenden, ist einfach die Methode, dass ihr hier einen Wall aufstellt, weil hier ist ein ebenes Land und da könnt ihr die ganzen kleinen Opfer hier abknallen. Ja, das ist so die schlauste Methode. Ja, knallt am besten alle ab. Der überlebt eh nicht lange. So, zurück. Rückzug, wollte ich schon sagen. Rückzug, hier, wir Bogenschützen. Nein. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Immer noch. Oh, hier war gerade eine ebene Stelle, wo ich bauen kann. Ich will die ebene Stelle nochmal sehen. Die epische Stelle. Weil hier gibt's eine ebene Stelle, wo ich bauen kann. Weil das Land gehört zum Teil noch mir. Oh, super hier, ey. Das bringt mir so gut wie gar nichts. Da kommt schon hier irgendwo eine ebene Stelle. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Ach, kommt schon, aber ist Rongo 2 Deluxe, ging das doch auch. Wir probieren es mal mit hier. Mal schauen, ob es klappt. Und wir bauen hier einen kleinen Wall, damit diese kleinen Typen nicht vorbeikommen und uns irgendwie versuchen zu töten oder sonst irgendwas. Es geht. Tatsächlich, cool. Okay, wie man sieht, hier, die kleinen Opfer werden alle abgeschossen. Bam. Und bam, 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 bam. Tötet sie alle. Ja, alle. Los. Jedem One-Kill-Headshot. Bam. Der wird noch beschossen. Der auch noch. Und die zwei bleiben anscheinend übrig. Ja, aber die werden trotzdem noch getötet. Oh, sie geht sogar freiwillig vor, um zu sterben. Sind wohl ganz soziale. Und damit sind auch schon alle tot. Eure treuen Bogenschützen. Sehr gut. Die restlichen können wir dann hier hochschicken auf diesen Turm. Und ja, jetzt können die Mönche eigentlich wieder ihrer Arbeit nachgehen und Steine aus dem Vorsager holen. Aber es geht ja nicht, weil der Turm im Weg war. Den Turm muss man immer wegmachen, weil der Turm ist eigentlich an sich völlig sinnlos. Ja, Herr. Die übrigens auch. Die sollten wir lieber hier hinstellen. Reinhalten. So, hier schön an den Wall. Schön an die Grenze hier. Und sobald welche kommen, unsere Bögen werden wir nehmen die aggressive Haltung. Holt sie euch. Aggressive Haltung ist, wenn, also das ist so eingestellt, dass wenn Feinde zu nahe kommen, sie sofort angreifen und die dann irgendwie voll in den Arsch treten. Und hier haben wir wieder Zeugs zum Verkaufen, das ist schön. Äpfel, oh, Äpfel bringt immer sehr viel, 200 meistens bis 100
Gold. Das ist Hammer. Ich meine, man sieht schon richtig hier, wie mein Geld richtig in die Höhe geht. Das ist richtig Hammer. Aber, ja, so dringend ist es aber wieder nicht. Wie können wir dienen? So, wir bauen am besten ein zweites Vorratslager, da das erste allmählich voll wird. Aber wie können wir noch mehr Geld machen? Wie können wir sehr viel Kohle machen? Da gibt es eigentlich kein großes Geheimrezept. Eine Hopfenfarm werde ich nicht bauen, weil sonst sind die Typen wieder nur am Saufen und dann ja, machen sie keine Arbeit und das ist dann sehr schlecht fürs Gewerb. Und für den Gewinn, weil wir machen ja keinen Gewinn und wir müssen Gewinn machen, weil wir wollen ja Zeugs verkaufen. Aber dann ja, ist wieder kleiner da. Die Späher so, melden eine gewaltige feindliche Truppe, die sich auf uns zubewegt. Wir können auch ein zweites Tor bauen. Wenn man sich's mal so überlegt. Ja, bauen wir ein zweites Tor, am besten hier hin, damit die Mönche schnell zu den Steinen kommen. Weil es geht ja auch ziemlich auf den Sack, ne? Wenn die Mönche jetzt hier irgendwie da rausgehen, also ist es doch viel leichter, wenn sie einen kurzen Weg nehmen, hier lang, dann... Oh, Truppen! Sehr schön, jetzt passt mal auf, was bei der aggressiven Haltung bei den Typen passiert. Genau das. Sie greifen sofort ein, wenn es sein muss. Und unsere Steinschleuder haben unsere eigenen Leute erwischt. Ah, Steinschleuder sind ja... Wie nennt man die nochmal? Katapulte gehen. Ja, Katapulte waren es. So, die werden auch schon alle getötet. Muckt der auf, oder was? Ja, der hat versucht aufzumucken, die kleine Sau. Braucht ihr etwas? So, wir haben ja noch ein paar... zwei Katapulte, um ehrlich zu sein. Ja, machen wir noch ein paar... Ja, warum denn nicht? Rekruten benötigt, Scheiße. Ich hoffe mal, man hört meine Maus nicht zu stark. Weil ich muss ja klicken, aber ich muss auch schnell klicken, aber ich bin schon mit der Maus so weit vom Mikro weggegangen, wie es möglich ist. Na, was heißt hier Mikro? Eher gesagt, Headset, ich habe ja kein Mikro. Obwohl das Ding am Headset ist quasi Mikro. Also, ja, vom Headset Mikro halt. Sagen wir es einfach mal so. Bin ich schon weit genug mit der Maus weggegangen und ja, ich habe schon einen richtig verlängerten Arm dadurch. Was aber nicht unbequem ist, weil mein Tisch ist ja schön lang und da kann man schön drauf chillen und so. Trotzdem, ist ein bisschen nervig. Wir können für die Burgküche kein Wein herstellen. Naja. Die Burgküche bringt mir herein gar nichts. Na, machen wir mal das Pferd hier weg. Mit einem Halbpferd. Und geht einer Burgpflicht nach hier. Ja, und da ist es auch schon. Jetzt machen sie eigentlich hier mal ein Festmahl. Wie geht es euch heute? Das muss nämlich auch mal sein. Dass sie jetzt eigentlich mal ein Festmahl machen für hier den guten Matthew Steele und irgendeiner Bitch, die auf einer Straße bestimmt aufgabelt hat, bestimmt vom Burggrabenstrich oder sowas. Und irgend so ein Pädophiler, den ganzen kleinen Kindern zuwinkt. Ah. Einmal, also Fisch, Fleisch, alles in die Ecke geworfen, einfach mal. So soll es ja auch sein. Na, was sagt der? Okay, der stirbt gerade. Ich hoffe, jemand hat bald was für mich zu tun. Ich schlafe ein. Dann schlaf halt ein. Guten Morgen, eure Lordschaft. Guck mal, was sie sagen. Das Essen riecht fantastisch. Viel besser als der Dreck, den sie uns geben. Unerhört, oder? Unerhört. Ihr bekommt von mir Fleisch. Leckeres. Taubenfleisch oder was auch immer das für Vögel sind. Keine Ahnung, sind ja Vögel oder sind es Tauben? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr bekommt von mir Fleisch, ja? Was wollt ihr mehr? Ihr bekommt von mir Brot. Lecker. Ihr bekommt von mir Äpfel. Okay, Käse bekommt ihr jetzt von mir nicht, weil ich keine Käserei bauen kann. Ich würde es euch wirklich gönnen, aber ich kann natürlich nicht. Das ist natürlich ziemlich blöd, aber egal. Das Kloster sollte bald mal fertig sein. Dann kommt eine riesige Armee von Edwin Blackfly, versucht uns alle zu zerhackstückeln, aber er schafft es nicht, weil er ein verdammter Noob ist. Ach du Kacke, Äpfel sind mehr wert als Gestein. Wer hätte das gedacht? Stein ist hier schon ab 156 Stück nur 50 wert. Das versteht mal einer. Ich meine, man müsste ja eigentlich denken, dass Stein, also so die Rohstoffe wie normale Stein und so, einfach viel mehr wert sind, aber sind sie nicht. Aber warum? Woran liegt das bloß? Da muss man mal drüber nachdenken. Also, dieses Kloster, ne, das inspiriert mich irgendwie, das Kloster in Minecraft nachzubauen.
Ich weiß nicht warum, aber es inspiriert mich irgendwie dazu, das in Minecraft nachzubauen. Vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht. Aber ich werde mal schauen. Oh, neue Let's Show-Ideen. Ich muss aufhören, dieses Spiel zu spielen, sonst bekomme ich einfach noch mehr Ideen und dann sind wir alle am Arsch. Nee, so ein Quatsch. Ich kann Mehl verkaufen. Super Sache. Naja, ist ja ein schöner Betrieb hier. Alles sind am Arbeiten, alles läuft, alles ist in Ordnung. Das Schwein, wie kommt das Schwein hier rein? Ach du Kacke. Das kann niemals geschlachtet werden, weil die Leute hier gar nicht rangehen. Also an diese Dinger da. Innenraum quasi, wo die ganzen Sachen gestapelt werden. Die kommen ja hier nur in den Gang rein und machen überhaupt nichts und können sogar Holz greifen, was hier irgendwo ist, obwohl die da stehen. Ja, macht Sinn, auf jeden Fall, natürlich. Das hat Sinn gemacht. Der hat wenigstens von da Holz geholt. Das macht Sinn, der auch. Der macht Sinn. Der ist normal. Wie geht es euch heute? Der ist auch normal. Ist der normal? Und wie normal ist das? Oh, so, das war normal. Okay, gut, ja. Sind einige normal. Damit wir uns verstehen. ETF. Sie alle. Boah. Jeden von ihnen. Übertreib mal. Ich will, dass niemand überlebt. Kein Bauer, kein Herr, keine Fliege. Kacke. Einer. Tötet sie alle. Oha, Alter, übertreib mal. Wir holen am besten mal hier mal unsere ganzen Leute. Und auch mal. Geht kaputt. Bam. Und bam. Und ihr auch. Oh, verdammt. Nein, geht's weg. Ich hab nämlich. Oh, zum Glück habe ich Lanzenträger gemacht, ne? Hätte ich's nicht gemacht, ne? Hätte ich keine Lanzenträger gemacht, dann wäre hier aber einiges los gewesen. Ach du Kacke, was war das denn? Oh, ich hab gewonnen. Unsere Werkzeuge sind bereit. Ha, cool. Hab gewonnen. Okay, das war die große Belagerung. Ich dachte eigentlich, das wäre erst, wenn das Kloster zu 100% fertig wäre. Ach du Scheiße. Dieser verdammte Terrorist. Ja super, und hier liegt auch noch ein totes Reh rum, ne? Kacke. Gibt's doch nicht. Jetzt können wir hier nicht fertig bauen. Das ist doch richtig. Ja. Was auch immer das ist. Ah, jetzt ist es weg. Es ist verstorben und verrottet. Das ist schon mal gut. Ja. Wie lautet die Mission? Uiuiui. Hätte ich nicht die Truppen hier gemacht, ne? Boah, da hätte ich so verschissen, aber. Hallo. Aber das kam überraschend. Ich dachte mir auf einmal, hä? Wo kommt denn. Hä? Jetzt schon der Angriff? Ich dachte erst, wenn das Ding zu 100% vollständig ist. Aber man hat gesehen, wir haben gewonnen. Warum? Weil ich eine gute Verteidigung aufgebaut habe. Ich habe irgendwas im Mund, ey. Ich verspreche mich hier noch wie irgendjemand, der sich verspricht. Ja, Nostalgie-Typ. Nein, das sind ja nur die Leute, die auf alte Spiele spielen. Alte Spiele stehen. Boah, ey, ich habe irgendwas im Mund, ey. Das Kloster ist wieder intakt. Meine Zunge. Genau wie Sir William. Wir beide können euch gar nicht genug danken. Das Kloster ist wieder intakt. Und hier sind wieder die ganzen christlichen Pädophilen und ja, Mönche. Okay, dann ist es wohl, wenn die erst verschwunden sind, wieder, dass hier eine Cutscene kommt. Eine Cutscene. Cutscene. Los, rennt ihr kleinen Strolche. Wir sind doch schon weg. Wie Super Saiyajins, wie Son Goku, porten sie sich einfach weg, sie halten sich einfach zwei Finger in die Stirn und piu, weg sind sie, wie süß. Oh. Boah. Feiglinge! Ihr verärgert mich langsam, Streiter des Königs. Wie hat er euch genannt? Oh, es tut mir leid. Hat er es euch nicht gesagt, Sir William? Spricht er die Wahrheit? Ihr habt das Eure gesagt, Edwin. Nun lasst uns allein. Ui, da ist Herr William aber ziemlich angefressen und da war auf einmal ein Turm, den wir überhaupt nicht gebaut haben. Unglaublich. Das Spiel macht echt Sinn. So, wehe dir, Olaf Grimzahn. Sir William ist nun am Boden zerstört. Er gibt nichts um die Niederlage. Doch er versteht nicht, wie das Band des Vertrauens zwischen dem König und ihm zerreißen konnte.
Ich habe mein Bestes getan, alles, was ich wusste, weiterzugeben. Ja, gut, dann sind wir hier wieder an einer neuen Mission angelangt, Kapitel 6. Wir haben hier den Tod von Olaf, eine Anzahl der Ländereien kontrollieren, 6 zu 1. Hä? Egal. Und Edwins Tod. Alle Aufträge abschließen und der Wund, wir verkacken eine Burg her. Verkackt, ebenfalls. So, wir sind bereit für eine Cutscene. Sorgt euch nicht, ich will euch kein Übel. Nach dem, was ihr mir sagt, ist mein Bruder Pascal der Schuldige. Ich muss ihn aufhalten, bevor mehr Schlimmes geschieht. Nein, Sir William. Der Falke kann warten. Ihr müsst ruhen. So lange kümmern Matthew und ich uns um Edwin. Ich habe eine kleine Burg an der Grenze zu Edwins Gebiet, die wir nutzen können. Meine Männer und ich stehen euch zu Diensten, Sir Steele. Oh, schnell! Bringt die Vorräte an Land und baut mir einen Wall! Es wird nicht einfach werden. Edwin hat bereits so gut wie alle Ländereien unter seiner Kontrolle. Unsere Flagge muss in mehr als der Hälfte wehen, wenn die Grafschaft dem König treu bleiben soll. Mein Späher berichtet, dass Olaf an der Küste angelegt hat. Wir müssen ihn angreifen, bevor er sich verschanzt. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, mein Herr. Alles klar. So, beginnen wir die Mission schon mal. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen, wann wir aufgenommen haben, aber man sieht hier schon mal, der Typ hat jetzt schon Männer. Dieses Ding mit Olaf sofort töten ist Quatsch, ja. Ja, das ist einfach nur Mist. Und hier hinten ist Edwin mit seiner Burg. Also der hat hier schon einiges am Laufen. Ist fies, ne? Wenn man sich's mal genauer anschaut. Ich meine, der hat schon alles aufgebaut. Er selber ist noch nicht zu Hause, ist bestimmt irgendwo noch im Disneyland oder sowas. Aber er hat hier schon alles aufgebaut. Sobald wir das Vorzeiger platziert haben, fängt das ganze Spiel an und er hat schon alles aufgebaut. Fiese Sache. Wieso hat der Penner schon alles? Egal, wir platzieren das Vorzeiger erstmal. Und wir stellen es hier hin. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Den Kornspeicher, den Leute kommen auf die Burg. Wir hierhin. Männlich. Wir sind bereit. Wir müssen unsere Burg so schnell wie möglich schützen. Keine Sorge, ich zeige euch natürlich, wie wieder alles geht, denn ich bin Pornomatrix Gamer 89, so ein Quatsch, ich bin Hardware GP. Aber ich zeige euch trotzdem, wie ihr das alles hier meistert. Ich habe das Spiel so oft durchgesuchtet, ich weiß, wie alles geht, wie ihr alles perfekt macht, wie ihr einfach so geil aussehen könnt wie ich. Und damit einfach alle Bitches aufreißt. Nee, natürlich, ist Quatsch, ich bin nicht so ein Stecher-Aufreißer-Typ. Ich stehe einfach nicht auf diese Art von Leuten, die glauben, oh, ich bin der Geilste, ich knall 90 Bitches am Tag, aber hab einen Schwanz, der gerade mal so kurz ist wie noch nicht ausgewachsene Raupe und ja, sowas geht mir einfach nur auf den Sack, wenn ich sowas mitbekomme. Tja. Ja, der baut hier richtig schnell auf. Hier, sein Wall, der vergrößert sich einfach. Bam, 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 bam. Der hat ja schon alles irgendwie. Der hat schon alles. Was haben wir? Nichts. Wir sind unbedeutend klein. So sieht's mal aus. Wir sind unbedeutend und klein. Aber wir müssen uns langsam mal sorgen. So, ja, Obstgärten, Obstgärten, Obstgärten. Das heißt wieder Obi, Obi, Obi. Okay, man sieht schon, wir müssen jetzt schon wieder einkaufen gehen. Ja, klar. Ich bin ja auch so ein beliebter Typ. So, wir kaufen. Oh, da kommt auch schon einige, schon so einiges rein. Trotzdem, wir machen noch mehr Obstgärten. Wie machen wir das am besten? Wie viel Obst haben wir da drin? Ach, das reicht noch. So, na okay, machen wir es doch so. So. Und so. Und so. Okay. Was wir aber auch, Probleme haben, ist natürlich die ganze Jauche. Diesmal wieder im Umfeld und die müssen wir loswerden, weil die voll ekelhaft ist. Ratten besetzen jetzt auch schon das Land. Ekelhaft. Diese kleinen Viecher hier, das ist einfach nur krank. Oh, wie ekelhaft das ist. Ratten. Bah. Leute, ich hatte schon immer was gegen Ratten. Das ist so abnormal, diese Viecher. Ich hasse die einfach. Ich hasse die wie die Pest. Ich könnte die alle, wie Adolf Hitler die Juden vergast hat, ne, könnte ich genauso gut die Ratten alle vergasen. Das ist einfach nur ekelhaft, die Viecher. Bah. Kriegst kalte Kotzen. Okay, aber genug von Adolf Hitler und Ratten. Wir müssen
mehr aufbauen. Ja, eine Käserei können wir immer noch nicht erstellen. Was soll denn das? Sag mal, wo leben wir denn hier? Was ist ein Leben ohne Käse? Ich könnte mir ein Leben das ohne Käse überhaupt nicht vorstellen. Aber nee, die leben hier ganz gechillt, ohne Käse. Hier einfach mal ihr Burgleben, ne, und chillen ihr live. Aber nee, Käse, keine Spur. Was soll denn das? Und hier jaucht auch schon die Jauche vor sich hin. Achso, der geht erst so, der... Okay, achso, den Haufen hat er schon weggemacht. Okay, dann ist er gut. Dann ist gut. Dann ist ja alles gut. Wir müssen auch hier wieder so schnell wie möglich einen Wall errichten. Aber der Stein kommt auch schon in Scharen her. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Das ist gut. Yeah. Weil wir müssen unser Land so schnell und so effektiv wie möglich schützen. Und oh mein Gott, wir haben schon über 200 Stein. Das ist ja crazy shit. Ist das cool. Oh nein, da kommen auch schon die Leute. Oh nein, oh nein, oh nein. Das geht ja mal gar nicht. Los jetzt, holt sie euch. Nein, wo rennt ihr denn hin? Ihr kleinen Pedos. Sag mal, ist ja dieses Wahnsinns? Wo rennen die denn hin, ey? Ich hab nur, hä, was machen die denn da hin? Wollen die shoppen gehen oder was? Was geht ihr jetzt dahin? Unsere Sehnen sind gewachsen. Sag mal, habe ich das euch irgendwie befohlen? Für unseren Herrn. Ey, sag mal, sind die behindert oder sowas? Okay, das war schon mal die... zerstört unsere Gebäude. Hä, was geht? Hä? Woher kommt der kleine Pedo? Gebt uns nur ein WTF! Woher kommt der? Wie kommt der hierher? Was macht der hier überhaupt? Alter, verpiss dich! Du kleine miese Ratte! Oh. Kleiner Pedo, ey. Ja, und diese kleinen Pisser! Was machen die hier? Wollt ihr mich gerade irgendwie verarschen? Axtwerfer? Und Berserker? Die aber Pfeile nicht aushalten. Okay. Bevor ich diesen Part beende, baue ich einen Wall. Nein, wieso kommen Bauern die denn jetzt? Krankheiten dahin gerafft. Alter, ich gehe sowas von nach Hause, ne? Das könnt ihr mir aber glauben, hey. Ich meine, ich bin halt bescheuert, ey. Los, haltet ihn auf. Haltet sie alle auf. Ey, lasst mich doch mal kurz chillen. Chillt doch mal. Okay, das war jetzt eigentlich nicht geplant, dass jetzt auf einmal so viele kommen. Hallo, ey. Wo bin ich denn hier? Wonderland oder wie? Boah, krass. Holy shit. Egal. Nee, ey. Boah. Alter Falter. Egal. Gut, dann ziehen wir jetzt schon mal so schnell wie möglich einen Wall hoch. Damit diese kleinen Pikos uns nicht mehr angreifen. Mann, das gibt's doch nicht, ey. So. Und so. Geschützt sind wir noch nicht optimal. Gebe ich ehrlich zu. Aber das kommt noch. Weil hier nochmal ein Wall... den wir bis nach hier ziehen. Ich muss gerade mal gucken wegen den Bäumen, damit wir so nah wie möglich an den Bäumen rankommen, unsere Burg schützen können. So, ein bisschen Style muss das ja hier auch haben. Nein! Verkackt. Nein, da kommen die! Da kommen die! Nein, ich will das nicht! Das ist zum Kotzen, ey. Ich hasse es, wenn die kommen. Okay, ich habe den Wall jetzt einfach mal ganz grob da hier aufgestellt. Ne? So richtig hässlich. Hauptsache, diese kleinen Pedos kommen hier nicht vorbei. Hauptsache, die kommen hier einfach nicht durch. Wenn meine Ruhe haben. Einfach mal ein bisschen chillen und DSDS vielleicht schauen. Nee, ich guck diese Assi-Sendung nicht. Okay, die stehen hier erstmal. Mal schauen, wie die loswerden, weil wir müssen den Wald irgendwie ein bisschen verschönern, weil sonst sieht die Burg richtig scheiße aus. Okay, ich würde mal sagen, das war's jetzt mal wieder von... Okay, die verpissen sich von alleine. Sehr schön. Okay, dann würde ich erstmal sagen, das war's mal wieder für heute von Stronghold 2. Ja, das ist eine recht schwierige Mission. Wir haben hier sehr, sehr viele Aufgaben. Mehr als beim Buller an der Grenze, das kann ich ja schon mal sagen. Ja, okay, wir sehen uns im nächsten Part von Stronghold 2. Ich hoffe, der hat euch gefallen und bis dann und ciao.